Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 375 von Simotrans mit dem Pack 128 German. So, diese beiden Züge, die hier langfahren, der da und der da, na, den knapp nicht erwischt. Die sind jetzt heute unser Ziel, die auszutauschen, weil schnell nicht laden. Habe ich den noch erwischt? Ja. Gut. Weil die sollen definitiv hier ja ausgemustert werden. Das ist ein Dieseltriebwagen und Diesellok ist da dran. Ne? Und das soll sich jetzt in dieser Folge ändern. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir danach. Ne? Bis gleich. So, nee, WASD ist hier doof, das kennen wir ja schon, das Spiel, ne? Und wir gehen jetzt mal zum Lokschuppen, der nicht da oben ist, sondern hier unten ist. Und bauen uns da einen schicken Zug zusammen, der dann da lang fährt. Und das kann ja hier auch so einer sein, so ein Flirt war das, ne? Oder hieß der anders? Nee, Flirt heißt es, gut. Den müssen wir da oben hinbauen. Ein Doppelter ist das, ja, da werden wir hinkriegen, denke ich. Elektrotraktion und hier ist er ja schon. Der ist der Anfang. Und wo ist das Ende? Ist das der? Wie haben wir die denn gebaut? Ganz normal, ne? Wie kann ich den jetzt beenden? Ne, das passt was nicht. Ist das mein Zug, den ich hier gebaut habe? Nee. Doch, ist er. Aber wo ist das Ende von dem Zug? Aha. Hier gibt es doch gar kein Ende, oder? Oder... Ach, das ist das Ende. Man erkennt es nur nicht, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Warum kann ich den jetzt hier nicht hinzufügen? Anhängen ist richtig. Ach, Elektrotraktion, da bin ich auch beim voll falschen gewesen gerade. Nee, die sehen alle nicht rund aus, ne? Wo ist das Ende des Zuges? Der ist das nicht und der ist das auch nicht. Das kann doch hier nicht so richtig sein, oder? Schluss. Da ist er. Der ist jetzt, glaube ich, etwas länger geworden, oder? Fahrplan wäre jetzt Personenzug Sonderhausen nach Flotho, oder? Der. Und dann kopieren wir den schön und schicken den ersten schon mal drauf, ne? So, der fährt jetzt hier raus und sieht tatsächlich passend wohl aus, ne? Ist aber ein bisschen länger. Irgendwo habe ich was reingebaut. Ich hoffe, die Haltestationen sind auch passend. Ah, das sieht aber so aus, dass das geht hier, ne? Oder? Ah, ne, das ist aber nicht unser Halt, sondern der ist hier. Wahrscheinlich ist dieser Halt zu kurz und wir müssen das noch verlängern. Okay. Und das wäre aber nicht schlimm, hier geht tatsächlich noch jeweils einer. Ist das schon unser Zug hier? Wenn der da sein sollte... Ist das der zweite? Ja, da ist der zweite. Nicht laden. Das ist jetzt unser Zug? Ne, der ist schon beladen. Das ist nicht unser Zug. Der kommt noch. Der da ist es wahrscheinlich. Ja, der sieht so ungleichmäßig aus. Dann ist das unser Zug. Ja, der hat noch niemanden. Kriege ich das noch schnell hin? Fahrplan? Ah, das ist auch noch so ein Ding, ne? So, ich muss jetzt aber hier einmal gucken, ob die Länge passt. Und es sieht so aus, dass der nicht reinpasst. Ich glaube, das hat er nicht mehr mitgekriegt, ne? Ne, hat er nicht. Das hat, oder er hat doch angehalten und, naja.
Hier gibt es keine Weiche. Das bedeutet, wir müssen da gerade auf jeden Fall das Signal einmal ändern. Das stellen wir jetzt hier auf die Schräge. Ja, dann nehmen wir das andere weg. Das ist hier rüber machbar. Und dann kommt da noch ein Bahnsteig hin. Wo ist der Bahnsteig? Mit... Ja. Machen wir das hier zum Ende, können sie dann unter Dach stehen, ne? So. Das kann weg. Und da der jetzt leck ist, können wir den ausmustern, weil der andere hat ja schon übernommen, oder? Will ich hoffen. Ist hier das der zweite? Ja, ich glaube, das ist der zweite, ne? Nee, ist er nicht. Der steht jetzt auf Nicht-Laden. Jetzt müssen wir gerade gucken, der hat 12.000 hier. Wenn ich den jetzt auswähle, der ist jetzt da schon ausgewählt. Das ist er, ne? Ja. Wenn ich den jetzt ausmuster, dürfen hier keine Leute weggehen. Sind sie auch nicht. Das heißt, die Linie ist noch da gewesen. Passt. Oh, den zweiten habe ich gar nicht gestartet, sehe ich gerade. Aber ist nicht schlimm, da kommt der eine schon. Der hat auch schon Passagiere mit. Nur 37, okay. Ist das überdimensioniert? Nein, die 427 wollen nach Floto. So, dann passt das erstmal. Die sind jetzt elektrisch unterwegs. Wie schnell ist denn hier meine Bahnstrecke? 160 passt. Okay, die können volle Geschwindigkeit fahren. Komisch, dass die nur hier reinfahren und nicht da. Achso, der pendelt wieder zurück. Dann ist das eigentlich auch egal. Gut, hier haben wir so ein Dach. Ne? Da ist es ganz schick, dass die dann da so ein paar sitzen können. Und... Wo sind jetzt unsere anderen Züge? Einer ist da und der andere. Oh, da ist noch so ein kleiner Dötzeliger. Ach, hier passt es wahrscheinlich auch nicht. Dann müssen wir hier den Bahnsteig natürlich auch noch verlängern. Machen wir hier auch mit Dach, ne? Ja, zwei. Einer hätte, glaube ich, auch getan. Wir machen aber zwei, ist alles gut. Das weg. Und gucken. 44 nur auf dem Rückweg. Das ist halt so, ne? Gut. Hier fährt ein Güterzug mit weißem und schwarzem Zeug drin, ne? Der von nicht von da kommt. Das ist nicht... Doch, das ist der zweite jetzt, ne? Genau, das ist der zweite. Fährt natürlich erst nach da hinten, ist klar. Ja, ist, nee, passt sogar, weil der andere jetzt hier gerade ist. Dann geht das einigermaßen. Warte, wir müssen Signal entfernen. Nee, will ich nicht. Das ist der hier. Lass uns mal gerade den Fahrplan aufrufen, weil dann steht der ein bisschen, bis der andere da hinten weiter weg ist. Und jetzt lassen erst reinfahren. Dann ist es vielleicht mit der Taktung besser. Obwohl das bei Simotrans ja nicht einstellbar ist, ne? Ist da immer schwer, würde ich sagen. So, er ist hier wieder vollgeladen, ne? Fährt aber noch 2600 Miese. Der kommt jetzt mit Ware wieder zurück. Ist das richtig? Ja, wird wohl richtig sein, ne? Kohlekraftwerk, Zementwerk, Chemiewerk. Über Floto-Alacha-Straße passt. Okay, das ist alles richtig. Wo ist ein Floto-Achala? Genau, Alacha-Straße. Achala nicht. Sonderhausen? Achso, Floto-Achala-Straße ist hier oben. Okay. Na, egal, der wird schon richtig sein, ne? Oder? Wo ist die andere Seite? Kohlekraftwerk. Nee, da passt was nicht, oder? Der hat gar nicht einen Laden. Das muss doch da oben alles hin. Oder sehe ich das falsch? Der müsste hier entladen. Tut er aber nicht. Oder? Da ist irgendwas faul. Achso, das ist der, der hier unten offen ist. Aber 1100 hat er jetzt miese. Ich nehme den mal noch dabei, weil das ist ja unser zweiter. Aber der erste hier oben, der hat jetzt tatsächlich auf dem Rückweg 335 Passagiere mit. Aber mich interessiert gerade dieser hier. Was läuft hier falsch? Salze, lauter Floto. Der hat lauter Kohle drin und ein bisschen Salz hat er auch drin. Ne? Aber warum fährt er hier voll zurück? Das ist doch verkehrt, oder? Sehe ich auf jeden Fall so jetzt gerade, ne?
So, der fährt jetzt hier rein und das bleibt doch alle da drin, ne? Genau so ist es. Und der fährt voll zurück. Flotho-Alhalla-Straße. Lass uns den mal angucken. Lass uns mal gerade mitfahren. Was läuft hier falsch? Er fährt da durch und ist jetzt hier und findet nicht den richtigen Bahnhof. Kann das sein? Der müsste hier reinfahren zum Entladen, oder? Da wechselt was, aber nicht genug und der fährt hier nicht rein. Da ist irgendwas faul am Fahrplan. Salze, Lauter, Floto müssen wir gucken. Salze, Lauter, Floto. Salze, Güterzug. Vier Städten, Zucker. Oder war da nur Salze gerade? Schnell, er ist noch da. Nee, das war falsch, der ist es. Salze, Lauter, Floto, kein Güterzug. Post. Aha. SB. Salze, Lauter, Floto. Fahrplan ist da, aber muss da sein. Und der kann dann WECH weg. Jetzt wollen wir hoffen, dass es dann geht, was wir vorhaben. Wo ist jetzt der Zug? So, er fährt schwarze Zahlen und er fährt auch schon schwarze Zahlen. Das haben wir alles schon mal richtig gemacht, ne? Und er ist jetzt hier. Lauter Kindergarten. Jetzt macht den Fahrplan hier so und sagt ihm mal, der soll da hinfahren. Dreht da, passt. Jetzt haben wir den wieder aus. Jetzt lass uns den mal schnell verfolgen. Wir fahren ein bisschen schneller. So, jetzt müsste es hier aber klappen, dass der alles umschwenkt, oder? Ein bisschen. Jetzt muss Flotho-Alhalla-Alacha-Straße muss jetzt komplett weg sein und alles ist in Kindergarten gelandet. Das heißt, ist der hier tatsächlich so lang, ne? Ja, diesmal passt jetzt. Gut, das hat geklappt. Ja, man sieht jetzt leider im Bahnsteig nicht, wo der hier aufhört, aber so wie das aussieht, passte das ja, ne, oder? Ja, ich weiß nicht, wo der Bahnsteig aufhört, aber wahrscheinlich sogar hier. Gut, dann haben wir das alles richtig gemacht. Die beiden Züge sind auch richtig unterwegs. Fährt voll und fährt voll, passt. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie es hier am Bahnhof weitergeht. Naja, da stehen nur 115.000 Passagiere. Zielort will ich jetzt nicht wissen. Ich will jetzt gerade die Via Menge wissen. Waldeck Karl-Marx-Straße. Das heißt, die fahren hier rüber mit diesem kleinen Zug, ne? Und der ist zu klein. 114 Passagiere. Das bedeutet, aber hier ist schon elektrifiziert. Und der ist doch noch ein Dieseltriebwagen bestimmt, oder? Na, könnte auch schon Strom sein, weiß ich nicht. Oder ist es eine Klimaanlage da oben drauf? Ja, ich sehe keinen Stromabnehmer, das sieht nach Diesel aus. Gut, dann müssen wir den auch noch austauschen. Ich glaube, der hat nur einen, ne, oder? Da fahrend, ja. Da ist die Frage, ob zwei nötig sind, ne? Gut, er hier kann erstmal zu, weil nicht mehr sinnig ist. Und dann müssen wir gucken, dass wir nochmal zum Lokschuppen kommen. Der dann hier irgendwo gleich ist. Da. Und wir gehen auf Elektrotraktion, bauen uns wieder einen Zug zusammen. So aber. Warte mal. Ist das das Schluss? Ne, der ist der Schluss. Das bedeutet schon wieder falsch gebaut, ne? Das ist der Schluss. Das ist der Anfang. Das ist der Schluss. So, Fahrplan. Personenzug wahrscheinlich. Floto Waldeck. Passt. Und Floto Waldeck passt. Das Ding ist so groß. Das kopieren wir und wir starten. Mit dem ersten. Der kommt da raus, verlässt Depot. Und das war unser Kleiner hier.
Fahrzeugdetails nicht laden. 014 passt. Das heißt, der kann jetzt eigentlich auch direkt ausgemustert werden, weil der andere ja auf dem Weg ist. Weg ist er. Und der macht das ja jetzt, ne? Und da der schon fährt, kann das ja kein Problem sein, oder? So, der ist schon mal ein ganzes Stück vorgefahren. Das heißt, wir machen das weiter mit dem. Den holen wir uns gerade auch noch in den Fokus. Damit wir das auch sicher haben und wissen, was da passiert. 362 Passagiere, zweimal anstatt 114, ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir nur hier gucken. Der fährt natürlich, weil der Karl Marx, na, ist jetzt auch egal, lass ihn da zuerst hinfahren. Ich wollte aber eigentlich den verfolgen. Achso, der steht gerade am Signal, deswegen. Okay. So, 362 hat er von der einen Seite und 362 kriegt er auch von der anderen Seite. Länge des Halts passt hier. Ja, und der andere Seite muss er ja auch passen, weil wir da sogar längere Züge haben. Alles gut also. Hier wäre natürlich cool, wenn er direkt wieder so rausfahren könnte, ne? Vielleicht sollten wir da nochmal was umbauen. Gucken wir mal, dass der nicht drehen muss. Schlecht gebaut, oder wie sehe ich das? So sieht's gut aus. Dann machen wir hier ein Signal hin, oder? So, ja. Und das da nehmen wir mal weg. Das geht hier mit. Vielleicht fährt er dann auch so wieder raus, ne? Mal gucken jetzt. Oh. Warte auf freie Strecke. Welcher wartet jetzt auf freie Strecke? Ach so, da fährt noch die Straßenbahn rüber, deswegen geht's nicht. Ich hoffe, das ist auch, dass der gleich fahren kann. Die ist weg. Eigentlich müsste es jetzt passen, oder? Oder hat der sich das reserviert? Könnte auch sein, ne? Ja, die hat sich das reserviert. Jetzt fährt der, okay. Ist vielleicht nicht ganz praktisch hier. Wir haben zwar Geld gespart mit der Schiene, aber sonst auch nichts, ne? Der hält da an, ne? Ja. Ja, so, beide sind hier unterwegs und der erste, der fährt da jetzt rein und dann können wir gerade gucken, ob er auch wieder rausfährt. Gucken wir uns genau an. Der fährt auf jeden Fall schon mal da so durch. So, der fährt jetzt da rein. Und ja, der eine ist ja gerade rausgefahren, dann passt's, ne? Der macht jetzt keinen Bogen hier oben mehr lang, sondern fährt direkt wieder rückwärts raus. So wollten wir das haben, so ist das richtig. Wunderbar. Und der hier hat schon 900 plus. Lass mal gerade noch ein bisschen juckeln. Ja, der hat 1700. Das hier können wir mal gerade zumachen. Also den brauchen wir gar nicht mehr beobachten. Betriebshof ist überfüllt. Weiß ich, wo das ist. Müssen wir mal später gucken. Der zweite hat jetzt gerade auch schon knapp schwarze Zahlen gehabt. Ist jetzt gerade ein bisschen im Minus. Fährt jetzt aber auch plus. Alles gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für die Folge auch erstmal schon wieder geschafft. Nächste Runde müssen wir mal gucken, was wir machen. Vielleicht, wo die weiteren Fahrgäste hier so hinwollen. Nach Floto hatten wir ja schon geguckt. Naja, hier stehen nur 56.000, das geht ja. Über Floto, nee, die 47.000 werden in die andere Richtung. Aber Waldeck, Charles, Darwin Allee, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Und hier war bestimmt auch noch was anderes, die mehr stehen über Floto, Loimare, Schmiede, Hafen. Da müssen wir gucken, wie wir das mit einer Hafenlinie machen. Könnte vielleicht Sinn machen, hier irgendwie so mit der Straßenbahn was zu machen oder so. Müssen wir mal gucken. Alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.